Hey Jungchen, Schluss mit den Spielchen. Super. Na Georg, was hast du denn für schöne... Oh, Udo und Georg. Na, da passt mein Team eigentlich halbwegs gut rein. Georg versuche ich so schnell wie möglich mit Psyana wegzuballern. Und Udo kann ich mit Vati eigentlich mit einem Schlag weghauen. Cool. So, Confusion und Donner. Oh, wie stark der, das ist so cool, Mann. Und Donner muss treffen. Sehr schön. Das haut so geil rein, Mann. Hier ist so eine schöne Superattacke wie Feuersturm. Voll cool. Und Vati erreicht Level 24. Das ist schön. Schluckbuch nicht schon wieder, ey. Leben soll ja gut, das stört mich jetzt eigentlich nicht so sehr. Ich würde sagen, ich mache Konfusion auf Schluckbuch, dass es gleich stirbt. Und dann mache ich Donnerschock auf Georock. Wobei, nach Donnerschock müsste es eigentlich tot machen. Hoffe ich, denke ich. So, Schluckbuch ist definitiv am Boden zerstört, ja. Am Boden zerstört, haha. Zuerst macht diese Knutschnute, wie Calvin hat, in so einem fetten Maul da. Der ganze Körper ist einfach nur ein Mund. Und Europe ist sicher. Europe ist sicher ein Krypto-Pokémon, sehr schön. Hätte ich eigentlich auch Bock, so einen Yugong zu trainieren, oder? Ist doch cool. Aber nö. Ich habe meinen Seemops. Was? War Georock Boden? Ich habe immer gedacht, Georock ist nur Stein und gegen Stein-Pokémon wirkt ja Donnerschock und so, also Elektro-Attacken. Mann, ist jetzt fies. Ich hoffe einfach mal, dass Europe nicht stirbt und Vati wechsle ich zu Knilzi. Denn dann kann Knilzi, also falls Knilzi angegriffen wird durch Schaufli, ne, dann sollte Knilzi nicht passieren. Bitte sei nicht tot. Oh! Gut, stark, gut, finde ich cool. Kryptowelle, finde ich jetzt nicht so cool. Ah, ich nehme mal eben einen Schluck Flüssigkeit zu mir, Leute. Also das finde ich jetzt wieder zu fies, ne? Denn er hat ganz einfach mal Psyana angegriffen und nicht Vati mit Schaufler und naja. So war das Wechseln, also das Auswechseln zu Knills eigentlich sinnlos. Naja, egal. Und nicht schon wieder Kryptowelle, ey. Ich weiß ja, Leute, ich weiß ja, dass Psyana stark ist. Aber Kryptowelle ist so nervig, ey. Greift erstmal Bede an. So, Georg ist tot, sehr schön. Knilzi heilt sich ein bisschen. Das ist auch sehr schön, natürlich, ne? So, ihr hört sich das hier im Pokémon-Business, ne? Immer schön Schaden zufügen und gleichzeitig heilen. Nur die Sauger sind wirklich die stärksten Pokémon. So, ich mache einen Pokéball. Und wenn das nicht klappt, dann wird das Vieh schön gelähmt durch Stachelspore. Aber ich denke mal, es könnte schon drin bleiben, ja. Mit ein ganz kleines bisschen Glück schaffe ich das. Boah, Europe, Alter, sehr nicht so scheiße. Boah, nicht auf der Kryptowelle. Mann! Mein Psyana kriegt hier schon voll auf den Maul und ich kann nicht dagegen tun, Leute. Ich kann einfach nichts dagegen. Oh! Na klar! Du alte Sau, ey! Und Stachelspore ging halt. Nee, na klar! Jetzt habe ich auch noch vor meinem Stuhl geschuckelt und gewackelt und so. Mann. Scheiß drauf, Superball. Ich muss das Vieh jetzt fangen. Sonst stirbt Knilzi. Ich habe da sicher einen super Trank, genau. Oder reicht ein Trank? Ein Trank reicht auch. Fürs Erste bringt's auch ein Trank. So, los. Jetzt klappt Superball. Der Superball, der muss jetzt klappen, sonst wäre das scheiße. Sonst wäre der Superball, also der ist sonst definitiv zu schlecht. Viel zu schlecht für Pokémon XD oder für mich oder für... Ja. Gut, Europe, du bist heute lieb. Ach, ja. So, dieser Kampf ist überstanden, aber der komische Meister Sif oder Mr. Sif oder Lord Sif oder weiß ich, wie der jetzt hieß hier, ne? Der will jetzt auch Agro machen. Der will jetzt ein bisschen rumstressen und deswegen kämpft er jetzt gegen uns. Das war erstaunlich. Dieses Filmmaterial ist hochbrisant.
Cameron, hast du das im Kasten? Sorry, aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich in so einer brenzlichen Situation die Kamera draufhalte. Das darf doch nicht wahr sein. Gerade in so einer Situation muss die Kamera laufen. Kannst du nicht mal einmal wie ein Journalist denken? Schnitt, Schnitt, wenn Großmeister Fredos das sähe, wäre er in höchstem Maße verstimmt. Ich kenne keine Gnade. Wer sich mir in den Weg stellt, wird das büßen, selbst so ein Grünschnabel wie du. Jetzt geht's los, Leute. Kryptovorstand Ziff. Landhund und Morlord. Ich glaube, mit Psyana werde ich erstmal logischerweise Psyana heilen und mit... Ach, Barty habe ich ja. Dann heile ich jetzt erstmal Psyana mit einem Supertrank. So, sehr schön. Und mit Barty machen wir dann Donner auf Land holen. Einfach nur, weil es halt normal stark ist. Ach, wenn das dann irgendwie gut läuft jetzt. Ah, voll in die sich hier dingst. Voll so Wasser reingeschüttet. Ja. Volltreffer hier, richtig cool, Mann, aber voll schwach. Hm. Fels. Oh, Felsgrab, Alter. So, machen wir Confusion und dann wechsle ich Lapi, wollte ich gerade sagen. Lapi, ich wechsle jetzt Lapi zu Knilz. Hm. Ne, damit Knilz kann ich Morlord schön Schaden zufügen und kann gleichzeitig mein Knilz heilen. Das will ich jetzt machen. Ich hoffe, es stirbt nicht in der Zeit. Was ist Knilz überhaupt für ein Wesen? Ist ja ein Pilz oder was? Knilz, Pilz, hm? Und Kapilz hat ja auch irgendwie so pilzmäßig, ne? Naja, keine Ahnung. So, Aquaklaro auf Knilzi. Nicht sehr effektiv, das ist gut. Diesmal auf Psyana, okay. Und Bewegungsgeschwindigkeit sinkt wieder, ne? Ja. Von der Bewegungsgeschwindigkeit, weil was laber ich? So, jetzt mega Sauger auf Morlord. Das wollen wir. Psyana bleibt trotzdem am allerschnellsten hier, das ist gut. Zack, tot! Sehr schön! Oh, Landon ist so ein cooles Pokémon irgendwie. Sieht richtig cool aus. Ist stark, ist cool, macht Spaß. Lunastein. Aber wie es hier rumfliegt, ey. Und ja, es ist ein Krypto-Pokémon. Na toll. Also ich persönlich habe noch nie irgendwie Lunastein trainieren wollen, weil ich es einfach komisch finde. Das war gut, Knilz. Das war gut. Boah, fett, ey. Schön viel geheilt. Das ist geil. Okay, der Arsch hat es weiter auf Psyana abgesehen. Ich mach mal bis auf Lunastein. Mega Sorge auf Morlord. Kryptowetter. Ach du Kacke, was ist denn das? Video. Ach so, ich weiß wieder, was das ist. Kryptowetter verwandelt sozusagen als sowas wie Regentanz und Sonntag ist das. Dann ist das Wetter Krypto. Und das fügt dann allen Pokémon außer den Krypto-Pokémon Schaden zu. Ist also teilweise echt nervig. Da werden wir ja gleich sehen, wie Krypto-Wetter funktioniert. Morlock kann Icy? Boah, Alter. Jetzt geht's los. Nein! Boah, hier fett Krypto-Wetter. Sieht eigentlich voll cool aus, ne? Aber ist auch böse. Nein, ey, wie kann denn mein Knilz einfrieren? Ich hätte jetzt den Morlock so tot gemacht. Mann, so eine Schiete. Dann hole ich mir Seemops oder ich hole mir ja Seemops. Ne, Moment mal, nicht Psyana einwechseln. Mit Psyana mache ich dann. Ich habe Angst, dass ich Lunastein töte, aber es ist ja ein Stein-Psycho-Pokémon. Also läuft es, das läuft, Leute, das läuft. So, dann kann ich hier wechseln zu Seemops. Ich mir einfach das Pokémon ein. Ey, das ist eine fiese linke Sau, ey. Also Link im Sinne von, hier, wie... Link im Sinne von, gewieft, verflixt. Nee, halt das Falsche. Listig, hinterlistig. Alter! Boah! Alter, verdammte Scheiße! Ja gut, Hundemon, du machst das. Alter! Kryptowelle ist ja mal übel fies.
Ich glaube, Kryptowetter verstärkt die Krypto-Attacken auch noch. Was dann eigentlich gar nicht mal so positiv für mich ist. Und fällt's gerade bestimmt auf Psyana und dann... Ach, gut. Nochmal Glück gehabt. Jetzt gibt's auch wieder Aua. Bäm. 4 Schaden. Okay, wie viel kriegt Psyana? Von 13 auf... Ja, auch 4 Schaden. Gut. Dann kann ich Psyana eventuell draußen lassen. Dann mache ich jetzt so mit Psyana Ruckzuckhieb auf Morlock, dass es hundertprozentig stirbt. Mit Hundemohren setze ich einen Superball ein. Oder, ach, scheiß drauf, Pokéball! Pokéball flieg! Woo! Ich habe meine Orden und den Pokéball. Mein Freund Pikachu, der mir hilft, ihn zu fangen. Komm und schnapp sie dir. Ah, so geil der Song. Sorry Leute, aber manchmal muss das einfach sein. Und verkackte Lunastein, ey. Ich hab's eigentlich gewusst, deswegen wollte ich auch zuerst einen Superball einsetzen. Ich hab's gewusst, denn gleich stirbt Psyana und Hundemond kriegt mich schon auch voll auf die Fresse durch Kryptowelle. Mann, ey! Mann! Nicht cool. Jetzt kriegen sie alle immer ganz viel XP hier, Knilz und Formeo. Natürlich. Formeo kann dann Kryptowetter nutzen, um eine richtig fiese Meteorologen-Attacke zu machen. Hieß doch Meteorologe oder so, ne? Da bäm, ja, das ist doch... Oh, Fokusband, geil! Aber das Kryptowetter wird ihm gleich den Rest geben. Scheiße! Warte mal, Formeo verändert sich ja je nachdem, was für ein Wetter ist. Verändert sich ja jetzt auch in eine Kryptoform oder so? Irgendwie in so ein super cooles Mega-Formeo? Oh, Psyana, nein! Fies, ey, scheiß dauerhafte Wetterattacken. Ah, ja, Vati. Da ich Inekoro sowieso bei Möglichkeit ersetzen möchte... Vati. Mann. Okay, Formeo verändert sich nicht, aber Meteorologe ist trotzdem eine gefährliche Attacke. Muss ich aufpassen. Machen wir Donner. Ja, machen wir Donner. Und dann setze ich jetzt den Superball. Ach, nee, Superball. Das Vieh ist mir eindeutig zu stark und zu böse. Das möchte ich jetzt lieber weg haben aus dem Kampffeld, dass meine Viecher ein bisschen sicher sind. So, zack, komm her, Lunastein. Jetzt ist Superball, muss klappen. Los, bleib drinne. Gut so, ja, super, ja, perfekt, Lunastein wurde gefangen. So läuft das. Alter, haben wir... Wir haben auch einen Metang und Meteorologe, na klar. Jetzt geht los. Trifft euch beide, oder? Nee, oh gut. So, dann gegen Metang habe ich zum Glück Feuersturm von meinem süßen kleinen Hundemond. Aber ich bin so irgendwie... Ah ja, geil, Mann! Wäre das jetzt nicht passiert, wäre es nicht paralysiert worden, dann hätte ich befürchten müssen, dass Vati eventuell drauf geht. Und guckt euch das an! Das Metang ist Level 28, na klar! Mann, ich will auch so ein Vieh haben, ey. Kam schon Tunnel bei uns um Spaß und hier, der Arsch hier hat Metang. Ich will auch so ein Vieh haben, ich will Metagross hochziehen. Ah, naja, Donner auf Formeo. Feuersturm, eiskalt. Vor allem eiskalt. Nee, machen wir jetzt so richtig fies mit dem Schlag Metang tot. Zack! Tot, Mann! Sehr schön, Hundemohn. Oh, wie viel XP, ey. Übel. Und das war ja wieder so klar, dass Vati nicht trifft, aber zum Glück bleibt Formeo gedings und das dunkle Wetter lichtet sich, das ist auch schön. Ja, dann kann ich jetzt ganz entspannt Donnerschock und machen wir einfach Finte, so. Ich kann jetzt einfach nur neu gewinnen. Weil die beiden Attacken, die treffen sicher. So, zack, tot. Und Sieg. Gewonnen, Leute. Wir haben gesiegt. Wir haben den Bösen besiegt. Wieder mal ein Stück der Welt befreit. Ach ja, schön. So. Vati freut sich über ein Level Up. Und Hundemohn ist auch schon wieder über die Hälfte hinaus. Kryptovorstand Sif wurde besiegt. Oder Sif. Oh, welche Schmach. Ja, aber. Lunastein auf den PC übertragen. Sehr schön. Wie kann das sein? Noch nie bin ich einem so starken Kind begegnet. Aber wie dem auch sei, ich habe Olaf zumindest etwas Zeit verschafft. Die Bergungsaktion, die er leitet, müsste jetzt beendet sein. Für heute ziehen wir uns zurück, aber wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Vielen Dank, du hast unsere Videobänder gerettet und wir haben Bombenmaterial. Ich heiße Layla. Wir haben gerade in Finak recherchiert, als uns Team Krypto gefangen nahm und herbrachte. Aber da ist ein Hoffnungsschimmer. Wir haben deinen kolossalen Kampf mitgefilmt. Das haben wir doch, oder? Aber klar doch. Es ist alles im Kasten. Okay, also nichts wie zurück nach Piritus. Wir müssen das so schnell wie möglich auf Sendung bringen. Man sieht sich. Und danke nochmal für alles. Layla, warte auf mich.
Ja, Leute, jetzt werden wir berühmt. Jetzt werden alle Leute sehen, dass wir Team Krypto vor den Arsch treten. Da liegt etwas auf dem Boden. Ich weiß auch ganz genau was. Eine Lüftkarte. Sehr schön, jetzt können wir nämlich Primus und den Bürgermeister befreien. Und auch die anderen Dorfbewohner. Ich gucke nur schnell rum, ob hier irgendwo... Genau. Ein Wasserstein, sehr schön. Und ist auf der anderen Seite eventuell noch irgendwo was? Wow! Pokeplatzsensor, sehr schön, dann kann ich da auch gleich hin. So, hier noch eine andere Kiste. AP Plus, das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, dafür werde ich nie Verwendung finden, denn AP Plus lohnt sich ja irgendwie erst, wenn man 3 hat, finde ich. Und deswegen, nochmal gucken. So, was ist hier? Los, öffne dich. TM13, das Eisstrahl. Das ist gut. Ich kann mich erinnern, dass ich damals Enekoro den Eisstrahl beigebracht habe. Hebe ich mir erstmal auf. So, bevor ich jetzt irgendwo weitergehe, will ich mir ein Pokémon fangen. Deswegen Enekoro, das macht sich jedoch, das macht sich jedoch perfekt zum Fangen eines wilden Pokémon. Dip, 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 dip. Wobei, ach nee, ich mach noch schnell hier die Sequenz. Das passt mir irgendwie besser. So, Rinni stecht. Zack. So, jetzt kommen wir runter und die Leute retten. Ach, ist das schön. Danach gehen wir zum Poképlatz, fangen uns ein neues Pokémon. Alles wird geil. Der Bürgermeister. Und links von ihm ist Primus. Huch, ich bin Phoenix Bürgermeister. Troll. Und wer bist du? Wie kommst du hierher? Nils erzählt dem Bürgermeister, was passiert ist. Ach du meine Güte, dann hast du Nils, also diesen Tu-nicht-gut-Ziff aus der Stadt verjagt. Das ist ja wunderbar. Heißt das etwa, wir können endlich diesen unwirtlichen Ort verlassen? Meine Damen und Herren, würden Sie mir bitte für einen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit schenken? Lassen Sie uns Nils von Herzen für unsere Befreiung danken. Nils, ich danke dir aufrichtig. Verstehe, da hatte also Team Krypto schon fast alle Bürger ausgetauscht. Welch perfider Plan. Aber dank Nils konnte dieser Frevelei endlich ein Ende gesetzt werden. Ich danke dir im Namen der ganzen Stadt. Ich kann dir im Grunde gar nicht genug danken, doch statte mir bitte noch einen Besuch ab, sobald du Zeit hast. Geile Musik hier. Ja, mal richtig zum Abfeiern und Abdancen und Party machen. Nils, richtig? Du hast unsere Stadt gerettet. Wir schulden dir alle großen Dank. Ich würde gerne mit dir in Kontakt bleiben. Gibst du mir deine PDA-Nummer? Ich melde mich, sobald sich wieder was tut. Vielen Dank, wir bleiben in Kontakt. Mir kam übrigens ein Gedanke. Ich glaube, Team Krypto hat Phoenix überfallen, weil es nichts von seinen Aktivitäten in der Stadt durchsickern lassen wollte. Wir konnten einige dubiose Typen beobachten, die immer wieder zur Wüste aufbrachen. Man redete schon darüber. Die Leute sagen, da draußen in der Wüste ist irgendetwas. Du solltest mit den Bürgern der Stadt reden, um mehr zu erfahren. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Na, ich komme aus Emerite und wollte meine Enkeltochter nach Hause bringen. Aber kaum war ich in Phoenix angekommen, da war ich schon in dieser Dings gefangen. Ich danke dir vielmals, jetzt können wir endlich zurück. Ich wollte mit Oma nach Emerite, aber dann kamen diese Leute und sperrten uns ein. Wenn ich groß bin, werde ich eine Pension leiten, wie meine Oma. Danke, Nils. Wenn du einmal nach Emerite kommst, dann besuche uns in der Pension. Oder Pension. Cool, hier kann man also auch wieder die Pokémon großziehen lassen. Was? Hier steht der Doppelgänger von mir? Ja. Nicht zu fassen! Aber sie war bestimmt nicht so hübsch wie ich. Das wäre lustig, wenn ich jetzt auch eine Antwort hätte geben können. So, nach dem Motto ja, nein. Oh, geil, Kampf CD8. So, ich gehe nochmal schnell zum Pokémon Center. Nee, erstmal gehe ich zum Bürgermeister, der wollte ja noch irgendwas. Oh, da lag ja schon wieder was. Kampf CD8 20. Fett geil. Ich glaube, hier finde ich vielleicht noch ein paar mehr. Egal, erstmal mit dem Bürgermeister. Oh, Kampf CD 32. Mensch, ich glaube, die ganze Stadt ist voll von Kampf-CDs. Okay, hier ist wohl keine mehr. Nee. Egal, quatschen wir mal schnell mit dem Bürgermeister. Ich grüße dich, Nils. Schön, dass du kommen konntest. Deine Selbstlosigkeit hat unsere Stadt gerettet. Dafür danke ich dir aufrichtig. Dies hier ist nur ein kleines Zeichen unserer Anerkennung. Es wäre uns eine Freude, wenn du es annehmen würdest. EP-Teiler. Geil!
Ich muss sagen, du hast uns in einer schweren Zeit beigestanden. Primus konnte nichts tun, da er wusste, dass wir als Geiseln gehalten wurden. Ehrlich, wenn du nicht gekommen wärst, mir schaudert bei dem Gedanken, was mit dieser Stadt hätte geschehen können. Kapitel 27.